back. Hallöchen, what's up? Kontos Gangsters, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Willkommen zu einem neuen Vlog. Wer erkennt's? Wo bin ich? Paris, it is. Die Stadt der Liebe. Pedro hat dieses wundervolle Airbnb gebucht, das ich euch gleich mal zeigen möchte, weil er hat hier ein Pokerturnier und da habe ich gedacht, Paris ist perfekt, da komme ich mit. Auf dem Weg kann ich meine Eltern besuchen. Von Stuttgart sind es auch nur noch 3 Stunden mit dem TGV nach Paris. Das ist ja sowas von perfekt und ich liebe Paris. Ich muss sagen, bisher immer, wenn ich in Paris war, hatte ich nicht ganz so viel Glück mit dem Wetter. Who knows, what's gonna be next? Anscheinend soll es nicht so gut werden, aber es wird bestimmt ganz gut. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Es wird jetzt nicht so ein typischer Paris-Reiseguide, was auch immer. Ich zeige euch einfach das, was ich mache, weil ich werde hier auch arbeiten. Und deswegen nicht nur irgendwelche Touri-Sachen machen, die ich auch eh schon alle gemacht habe und deswegen auch nicht nochmal machen werde. Weil ich finde so viel, ich finde es viel spannender, die Stadt so auch an sich kennenzulernen, wie wenn man seinen Alltag lebt, aber auch wenn man eben so Dinge macht, die man vielleicht jetzt nicht so direkt planen kann und wo man nicht genau weiß, okay, das ist das, was man auf jeden Fall machen sollte. Was ich auf jeden Fall völlig überhyped finde, ist den Eiffelturm zu besteigen. Ich habe das mal gemacht, wirklich. Das ist so. Man stellt sich ewig lang an. Ich glaube, es kostet recht viel. So 40, ich war, das ist echt schon länger her, deswegen 40 Euro oder so. Oder war das mal? Auf jeden Fall, man stellt sich super lange an. Von Weitem ist der wunderschön und sieht echt toll aus, aber sonst ist einfach nur so eine, mehr so weniger Eisen gestellt. Deswegen, oh Gott, wenn das Leute hören, aus, kriege ich bestimmt Ärger. Mich nicht falsch verstehen, ich finde ihn wunderschön, aber ich bin nicht die Person, die da davor stehen muss und hochgeht, weil ich finde ihn einfach am schönsten, wenn man ihn von Weitem sieht als Symbol oder auch bei Nacht, wenn er glitzert, das ist einfach schön. Genau, das heißt, das werde ich nicht machen. Ich werde mich so ein bisschen treiben lassen und arbeiten und euch hier mitnehmen. Da ich schon öfters in Paris war, so ein paar Tipps geben. Wer nach Paris geht, der muss auf jeden Fall ein bisschen Geld einplanen, weil es nicht ganz so günstig ist, aber ich finde, es lohnt sich und ich würde sagen, man muss so zwischen, je nachdem, wo man halt unterkommt, 400 bis 700 € pro Woche einplanen. Das Airbnb hier ist definitiv teurer, aber sonst, ja, geht das auch. Essen ist auch teurer und vor allem pflanzlich ist schwierig. Ich habe eine Liste auf Google erstellt mit meinen Vegan Food Spots. Ich glaube, die kann ich auch vielleicht unten teilen, dann das mache ich dann. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen. So, genug geredet. Jetzt zeigen wir hier mal, zeige ich mal, wo ich hier bin. Wie dreamy ist dann das bitte? Diese Küche, das ist doch die Traumküche. Hier, das war der Empfang. Champagne! Da ist mein Workspot. Oh, da bin ich! Da ist mein Stativ. Warum ich das mitschleppe, weiß ich nicht. Das ist auch so traumhaft. Das ist hier so eine Pärchenwohnung und die vermieten das unter. Das ist eigentlich ganz gut, weil ich glaube, so können sie sich das auch besser leisten. Das ist einfach so süß. Das ist so typisch Paris-Style, aber in extrem geschmackvoll und schön. Weil ich finde das nicht immer alles so schön. Genau, dann geht es hier weiter. Da gehen wir auch mal kurz rein. Das ist alles zugeschlossen. Dann hier das Bad, das ist jetzt nicht so spannend. Das ist ja auch alles. Das ist nicht mehr wie ganz frisch, aber hell. Das ist das, wo wir gerade für, also ich 5 Tage bin, Fedor ein bisschen länger. So sieht es auf jeden Fall aus hier. Ich mache mich jetzt hier noch ein bisschen an die Arbeit und dann geht's los. Ah. I heard about you long before we met. You're winsome and you're young, at least that's what they said. Underneath your glitter and your gold, you can't deny the fact that you are growing old. You have 1,000 eyes that never fall asleep. Wir waren, beziehungsweise der Fedor war heute Morgen schon kurz einkaufen und wir haben jetzt schon so ein paar Sachen zu Hause. Das muss ich jetzt erstmal aufbauen. Nice. Das habe ich gehofft. Soyade gibt es hier. Wie cool. Soyade ist ja nämlich auch eine französische Marke. Neues Produkt. Neues Produkt hier im Black Creek Style. Ich mag das aber so ein bisschen mit dieser Quarkin eigentlich, weil die Nährwerte sehen ihr nicht. Hallo. Was machen wir hier? Ich spiele Poker. Du bist hier. Ich mache Urlaub. Ich bin dein Glücksbringer. Glücksbringer. Genau, mein Glücksbringer. Wir sind verkabelt, weil über Fedor gerade eine Doku gedreht wird von ZDF. Und das Team ist auch hier noch hinter uns. Genau, und jetzt gehe ich noch einmal mit in den Playground. Fedor. So,
Wir sind fertig für heute. Und der ist der Tour de Eiffel. So sieht's aus hier. War eigentlich ganz schön. Schöner Ausblick hier. Ich freue mich dann schon, wenn ich noch ein bisschen näher am Eiffelturm dran bin. Yo, Bäcker, Spaghetti. Nice, hier aus. So nice, es ist noch warm. Boah, dieser Hummus wäre so lecker gewesen. Innerhalb von einem Tag leer. What a life, what a life. Wetter heute ist nicht so schön. Aber das gehört auch dazu. Bin ich ja gewöhnt von Paris. So, jetzt geht's zum Badtraining. Mal sehen. This is the life who's working. Là, la jambe qui travaille, c'est la jambe qui est par terre. Okay, go. Et on a fait les abdos. Oh, we have two abs. It's because you are squeezed when you go up. I'm ready. Are we in that time? We give it a little bit of coffee. Did you understand that? Und ich wollte noch sagen, das war übrigens gar kein Barre, das war so eher so Richtung Former Pilates, aber es war richtig cool und sehr langsam auf Tiefenmuskulatur. Okay, jetzt checken wir mal hier. Good food, good mood out, alles vegan. So, here we go, Amanda, are you excited? You're trying a vegan place. Good food, good mood, theory. I forgot the name. But I will write it. Oh, Theory. It's called Theory. Unsere Bowls sind gekommen. Mal sehen, wie es schmeckt, aber es sieht schon mal gut aus. Alright, so we have both of us have quinoa and then some different toppings. Mm-hmm. I literally have no idea what's in this. No. It's good. I have soy on top. Hummus. Cauliflower. I like the hummus. The hummus is nice. So, we are done. And the final review is, I like it. I also like it. Nice. I thought the portions are a little bit small, but Amanda said it's extra perfect. They're normal portions. So she's used to big ass portions. Yeah, in Berlin we have big bowls, so my bowl was quite good, yeah. But I had to eat a little bit of Amanda's bowl. No, in Berlin they are so different. Also in Berlin my riesengroße bowls. In Vienna they have the same small bowls, but yeah, it's nice. It was really nice, and the vegan meat was nice too. The vegan meat was really good. Yeah. That was really nice. So I think you can try it if you. Yeah, I like the bowls. I usually don't eat vegan. And I like that there's quinoa. Yeah. Yeah. And there's quinoa as a base. But it's said to be famous for the burgers here, actually. Well. Machen wir etwas Touristisches, und zwar Lac de Triomphe. Lac de Triomphe habe ich schon öfters gesehen, aber den werde ich jetzt nochmal anschauen, weil ich den echt so schön. Das sind die ganzen Zutaten, die man hier auswählen kann. Krass, leider haben wir jetzt schon zu, wir wollten hier essen, das geht nicht mehr, aber ja, das ist die Base und man kann sich auch selbst zusammenstellen. Das ist echt cool, hier gibt es viele vegane Optionen noch. Und so heißt das Ganze hier. So, die Bowls gibt es jetzt draußen. Wenn wir nicht so viel Zeit haben, wenn es gleich weitergeht. Oh, und nur Takeaway war. Und deswegen, wir konnten ja, aber wir können eigentlich nicht zu unserem Airbnb laufen, weil das dauert zu lange. Das stimmt. Die Bowls sind auf jeden Fall sehr lecker. Mit Kartoffeln. Baguette Morning! Ich habe nämlich gehört, das ist nämlich ganz interessant, dass sie hier anderes Mehl verwenden, French Baguette. Und ich glaube, das ist auch der Grund. Also ein Ganzes habe ich jetzt bisher noch nicht gegessen in einem Tag, aber ja, warum ich es besser vertrage, weiß jetzt nicht, was wäre, wenn ich ein Ganzes essen würde. Aber ja, das ist sehr spannend, finde ich, dass Mehl einfach so eine große Rolle spielt. Darüber wollte ich eh nochmal sprechen. Ich habe es in meinem Buch geschrieben, wie das ist. Aber es kommt auch noch mal ein Podcast dazu, wie diese ganze Mehlgeschichte, Gluten und so, eigentlich mehr oder weniger sich in der Vergangenheit entwickelt hat und warum halt Mehl nicht unbedingt Mehl ist. Ich muss ja sagen, ich bin definitiv Team Avocado aufschneiden und nicht Guacamole, weil ich liebe es, die
Purness daran. Und dann hat man mehr zum Kauen. Und bei Guacamole schmecke ich die gar nicht mehr so stark. Deswegen, wenn es eine gute Avocado gibt, definitiv Team Kauen. Genauso bei Smoothies. Also lieber das Obst. Und wenn, dann mache ich grüne, als das zu pürieren. Was hat ihr? Kommentiert hier. Ich bin ja so ein Mensch, der überall Senf und Meerrettich drauf macht. Deswegen hier jetzt auch auf dem Avocado-Toast Senf unten drunter. Und Zimt und Zitrone auf alle süßen Sachen. Zitrone auch auf die salzigen, aber ja, auch Zimt teilweise auf die salzigen, als Kürbis oder so. Das gibt dem allen so ein Upgrade. Und Senf zum Beispiel mit Räuchertofu schmeckt einfach wie Bockwurst. Und für die, die scharf mögen, definitiv noch Meerrettich drauf. Mhm. Danke für besser. So, die Carla ist angekommen. Jetzt in unserer Standard-Kaffee in Form, weil da gibt es richtig guten Kaffee. Und danach geht es zu Sweet Romans, ein veganes Restaurant. Hallöchen. Angekommen. Von wo bist du hergereist? Stuttgart. Oh ja, mit dem Peugeot auf 3 Stunden. Made it. Da geht's jetzt rein. Hier ist alles vegan. Wie cool ist das? Ja, bei mir gibt es eine Seasonal Bowl mit extra Kimchi. Die sieht echt mega aus. Das war meine scharfe Quelle hier. Und so glutenfreien selbstgemachten Cracker und alle möglichen Süßkartoffeln. Und hier gibt es Tagliatelle. Vegane Tagliatelle natürlich. Mit Parmesan. Ja, die sehen richtig cremig aus. Voll geil, hat sie gesagt, oder? Nach Fisch? Okay, das ist spannend. Aber auf jeden Fall geil. Ich glaube, es erinnert mich halt so an Lachscreme. So, oh mein Gott. Deswegen, weil wir das immer gemacht haben. Ja, wir haben immer so Sahnenudeln mit Lachs gemacht. Ja. Wir waren so quasi Besties aus der Kindheit. Probier sie. Okay. Das war so gut. Diese Bowl war der Hammer. Und mit noch so glutenfreien Sesam mit Brot aus Samen. Und dann ist er auch richtig gut, gell? Also hier gibt es vegane Croissants. Definitiv a go. Okay, das ist der Beweis, dass es uns sehr geschmeckt hat. Okay, it was really, really good. Thank you so much for this delicious food. And they have those chocolate rolls and vegan croissants. So you have to check it out. Nachtisch! You have a thousand eyes that never fall asleep. Maybe I will never leave you when I'm in the dark. Content Creator. Jetzt zu einer Party. Ach so. NFT Party. Mal sehen, wie das wird. Mal. Ja. Als plus 1, 2 hier. Ja, ein bisschen warm praktisch angezogen sind wir, aber mal sehen. Das wird bestimmt witzig. Das wird hoffentlich viel tanzen. Aber wir halten wahrscheinlich nicht so lange durch und mal sehen, was losgeht. Call my name, yes, come and say my name. Pariser Morgen. French, French. Wow, wir haben heute schon wieder richtig Glück. Es gibt Sonne. Die Sonne scheint und strahlt. Wie geht's dir? Super. Wir waren ja gestern dann noch feiern, so ein bisschen, was ich ja nie tue. Das war ganz cool, die Party eigentlich. So eine NFT-Party, bisschen nerdy. Das war eigentlich so ein richtig exklusives Event, aber irgendwie, das, ja, weiß nicht. Da war es daran cool, war auf jeden Fall. Es kam Hip-Hop-Musik und ich liebe Hip-Hop-Musik. Wir haben früher immer zu Hip-Hop getanzt, weil Carla und ich waren immer, wir sind beide in der Nähe von Stuttgart groß geworden und dann immer so ein bisschen daher kommt dieser Gangster-Stil. Conscious Gangster, das ist noch so voll in mir, ich liebe wirklich Hip-Hop und es war so cool, diese Musik dort, sowas gibt es in Berlin sehr, sehr, sehr selten und wir waren da ein bisschen mehr als eine Stunde und es ist halt perfekt für mich, so eine Stunde tanzen und dann war nicht so viel los am Ende, weil die dann da von der Tanzfläche gegangen sind, weil die waren eigentlich hauptsächlich wegen einem Typ da, der war um 12 da und dann hat sich's geleert und wir waren so, ja, yeah, Tanzfläche für uns. Das heißt, es war eigentlich ganz cool. Jetzt sind wir wieder fit und jetzt geht's ein bisschen in die Stadt zu Vintage Land. Was
erzählen, was wir da so entdecken. Dieser Pulli ist übrigens auch Secondhand von Selfie. Fragen auch viele immer. Genau. Genau. Aha, was ich noch sagen wollte. Es lohnt sich in Paris wirklich nicht mit dem Auto rumzufahren. Es ist immer besser mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil hier sehr viel Verkehr ist. Und dann steht man recht viel im Stau, deswegen ist man eigentlich am Ende immer besser dran und schneller, wenn man die Öffis nutzt oder läuft. Wir sind gestern eine Stunde gelaufen, gell, Carla? Wir waren einfach eine Stunde und 15 Minuten. Ja, ein Weg war so lang. Insgesamt waren wir dann länger unterwegs. Aber es war so cool, weil da haben wir richtig viel von Paris gesehen. Aber das ist halt, man braucht halt ein bisschen schönes Wetter. Oh, Paris ist so schön. So schön. Hui, hier gibt's Vegan Cake. Das ist geil. Okay, Dark Chocolate. Der ist der Buch, der bei einem Buch erzählt. Fertig vom Shoppen. Ich muss sagen, Shoppen ist so, finde ich, so anstrengend. Carla ist da jetzt schon zusammengerollt. Fast am Schlafen. Ich bin ein bisschen am Arbeiten. Und wir sind auch ein bisschen durchgefroren worden. Aber ich finde, die Vintage-Shopping-Erfahrung ist deutlich cooler als in anderen Städten, in denen ich bisher Vintage-Shoppen wollte. Ich mag Shoppen an sich nicht. Und ich habe jetzt auch da nichts gekauft. War dann noch bei euch schon, da haben wir dann noch was gekauft. Also ich habe eine Hose, die habe ich jetzt an. Boah. In den Vintage-Läden ist da so viel los und so gefüllt und da ist das dann kalt und war nicht gut sortiert, deswegen war die Erfahrung dann für uns irgendwie ein bisschen stressig, aber die Preise sind so gut im Vergleich zu Berlin oder Hamburg, wo ich bisher war, da zahlt man echt deutlich mehr und es ist natürlich trotzdem immer noch besser, Secondhand zu kaufen. Jetzt rollen wir jetzt noch ein bisschen weiter zusammen und später geht es dann wahrscheinlich noch zu Oh My Poké wieder raus. Oh, es ist so kalt, es ist so kalt. Und morgen geht's dann zurück. Ja, leider hatte unser Poke-Laden zu, aber es ist nicht so schlimm, weil wir hatten auch davor schon Bowls. Und jetzt haben wir was viel Geileres gefunden, ne? Und es ist komplett vegan hier und als Vorspeise gibt's Wein. Nein, dazu. Wow, sieht das gut aus. Es war eine wunderschöne Zeit. Ich kann jedem so einen Kurztrip, oder das war ja schon ein bisschen längerer Trip, aber ich kann jedem einen Trip nach Paris empfehlen, ein paar Dinge, auf die ihr halt achten solltet. Ihr braucht ein bisschen mehr Budget als gegebenenfalls in anderen Städten in Deutschland. Ich würde die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Wenn ihr euch frühzeitig um ein Airbnb kümmert, dann ist das auch nicht so teuer. Und ich würde auch jetzt nicht unbedingt die ganz touristischen Sachen machen, aber so Vintage-Shoppen ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert, wenn ihr shoppen mögt an sich. Das ist dort echt eine ganz andere Erfahrung als in Berlin, fand ich zumindest. Dann auf jeden Fall würde ich euch empfehlen, aufs Lafayette zu gehen, um den Eiffelturm zu sehen. Paris bei Nacht ist wunderschön. Und wir wollten eigentlich noch unbedingt in die Ausstellung Louis Vuitton Foundation. Das ist eine Kunstmuseumsausstellung. Das haben wir leider nicht mehr geschafft. Würde ich aber eigentlich an sich auch empfehlen. Das ist auf jeden Fall eine tolle Attraktion. Die haben mir auch alle empfohlen, dahin zu gehen. Ich kenne auch viele, die schon dort waren. Falls ihr euch weitere dieser Vlogs wünscht, lasst es mich gerne wissen. Und wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die meisten, die meine Videos schauen, meinen Kanal nicht abonniert haben. Also ich würde mich extrem freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich freue mich über alle, die schon abonniert haben und die hier da sind. Ihr seid die Besten und natürlich freue ich mich über einen Daumen hoch. Wir sehen uns beim nächsten Video.